viele Stunden sitzt du auch zu Hause vor dem PC? Zu viele, denke ich, zu viele. Man hat auch ein bisschen seine Gewohnheiten umgestellt. Obwohl ich eine Papierzeitung tatsächlich zu Hause habe, gucke ich auch daheim die News hauptsächlich im Internet nach. Was ist das Tollste an deinem Job? Ich glaube, vielleicht das Leuchten in den Augen derer, denen man irgendeine wirklich tolle Erkenntnis vermitteln kann, oder das Leuchten in den eigenen Augen, wenn man was Tolles rausfindet. Was macht dein Büro zu deinem Büro? Ich habe eine Sammlung von Verschlüsselungsmaschinen da drin, wo ich mich immer freue, wenn ich die sehe. Eine davon ist eine aus dem Kalten Krieg, wo ich dann auch froh bin, dass der vorbei ist. Pausenbrot oder essen gehen? Wir sagen immer Gesundheitsautomat. Das ist der Automat, wo es bei uns Süßigkeiten gibt. Aber wenn ich kann, gehe ich essen ins MRI, also in diese Kantine, die sehr gut ist, aber leider zu häufig am Automaten. Wie bist du ans FZI gekommen? Ja, ich bin gefragt worden und war begeistert, dass man hier Forschungstransfer machen kann. Ich glaube tatsächlich, ich bin gefragt worden und dann hat mich das begeistert und die Initiative kam jetzt nicht so, dass ich hier reingedrängelt hätte. Wie hast du zum ersten Mal vom FZI gehört? Ich glaube, als ich Student war, habe ich das mit dem Forschungszentrum Karlsruhe immer verwechselt und so habe ich das zum ersten Mal, glaube ich, erfahren, was das wirklich ist, bis ich es dann auseinanderhalten konnte. Ja!